Der Streit um die Corona-App ist wohl entschieden. Die Bundesregierung spricht sich jetzt überraschenderweise, muss man sagen, doch für eine dezentrale Datenspeicherung aus. Mit so einer App hat zum Beispiel Südkorea große Erfolge im Kampf gegen Corona gehabt. Im Grunde zeigt das Handy dann an, wenn man einem Infizierten zu nahe gekommen ist. Diese sogenannten Tracing-Apps, die kann sich dann jeder freiwillig runterladen. Ja, nur war die Frage, wo die Daten dann erfasst und abgeglichen werden. Zentral, also bei einer staatlichen Stelle, oder dezentral bei privaten Anbietern, zum Beispiel wie Apple oder Google. Und letzteres, die dezentrale Variante halten Datenschutzexperten für die bessere Lösung. Die Regierung hat sich da wohl jetzt überzeugen lassen. Das kann man wohl als klare 180-Grad-Wende der Bundesregierung bezeichnen. Die meisten App-Daten wandern nicht zentral auf einen Server, sondern bleiben auf den Mobilgeräten. In einer Erklärung heißt es: Die Nutzung der App durch möglichst große Teile der Bevölkerung ist die Grundlage ihres Erfolges. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die Bundesregierung auf eine dezentrale Softwarearchitektur. Die zentrale Architektur ist vom Tisch. Die Kritik daran war massiv. Unter anderem hatte der Chaos Computer Club einen Brief an die Regierung veröffentlicht. Ein Kritikpunkt: mangelnder Datenschutz. Wir skypen mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Er begrüßt den Richtungswechsel. Das ist genau die richtige Entscheidung, genau die vertrauensbildende Maßnahme, die notwendig ist, damit eine solche App auch in der Breite der Bevölkerung Anwendung finden kann. Und das wiederum ist Voraussetzung dafür, dass so eine App überhaupt ihre Wirkung zeigen und helfen könnte. Die App soll helfen, Infektionsketten schnell zu verfolgen. Bin ich einer anderen Person so nahe gekommen, dass eine Übertragung des Virus möglich gewesen ist? Die Handys tauschen dabei keine persönlichen Daten aus. Bei der zentralen Lösung, wenn ich da in der Corona-App sage, ich bin infiziert, bekommt der Server nicht nur mitgeteilt, dass ich infiziert bin, sondern auch die Kontaktdaten der letzten 14 Tage. Bei der dezentralen Lösung ist das anders. Da teile ich dem Server nur mit, ich bin infiziert. Mehr bekommt er nicht mit und er informiert dann wiederum alle anderen User mit ihren Smartphone-Apps darüber, dass jemand neu infiziert ist. Mit der dezentralen Lösung will die Regierung Vertrauen schaffen. Nur wenn viele Menschen die App nutzen, wird sie funktionieren.